HT1 wird Ihnen präsentiert von der Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Eine Premiere beim Oberösterreichischen Blasmusikverband und dem Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk. Ein Dirigentenwettbewerb. Dieser wurde kürzlich zum ersten Mal überhaupt in der Mangelburg Grieskirchen ausgetragen. Die Idee kam vor einem Jahr bei einem Gespräch mit Thomas Doss bei einem Café. Bei den Musikern entstehen manchmal die besten Ideen nach den Proben, aber auch manchmal bei einem Café am Vormittag. Und da kam dann die Idee, machen wir doch einen Dirigentinnenwettbewerb oberösterreichweit für alle Interessierten. Und die Idee dahinter ist, dass die jungen Menschen, so wie jene, die heute das Leistungsabzeichen bekommen haben, auch mal einen Dirigentenwettbewerb miterleben können. Und ich denke, es war eine Win-Win-Situation. Und der Andrang an Teilnehmern war größer als erwartet. Ursprünglich dachten wir mal mit 15 Teilnehmern, wenn wir 15 haben, sind wir sehr froh. Es waren dann 20 Anmeldungen und wir hätten noch mehr nehmen können, haben uns dann entschieden auf die 20. Das war dann die erste Runde. Jeder hatte nur 5 bis 6 Minuten die Möglichkeit, sich mit einem Ensemble zu präsentieren. Dann kam die zweite Runde mit 6 Kandidatinnen. Da ging es dann schon auch in die Probenarbeit. Die besten 3 Kandidaten kämpften beim Finale um die Gunst der Jury. Diese bestand aus keinen geringeren als Direktor Karl Geroldinger vom Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, Landeskapellmeisterkonsulent Günter Reisecker und José Rafael Pascual Villaplana, internationaler Dirigent aus Spanien. Zur Bewertung stehen bei so einem Wettbewerb mehrere wichtige Kriterien. Wie bewertet man einen Dirigenten? Zum einen die Schlagtechnik, da geht es um die Dirigiertechnik, dann Körpersprache, Auftrittsverhalten, Persönlichkeit, Probenmethodik, Musikalität. Also da gibt es viele, viele Bereiche und darum kann man auch Dirigieren studieren und das ist auch der Grund. Das Finale für sich entscheiden und somit insgesamt 19 weitere Kandidaten hinter sich lassen, konnte Bernhard Müller aus dem niederösterreichischen Trautmannsdorf an der Leiter. Er dirigierte zum Stück St. Cecilia von Thomas Assanger. Also ich bin ja beim Thomas Doss im EBO-Unterricht und der hat mir von dem Wettbewerb erzählt. Und ich habe mir gedacht, dass das sicher eine gute Erfahrung ist und mich das sehr interessiert. Und darum wollte ich da unbedingt teilnehmen. Und ja, wie ich dann gehört habe, ich bin genommen, dann ist gleich an die Partitur. Einrichtung angegangen, Partitur errichten, dirigieren und das war ja eine sehr intensive Phase und ja, gefreut mich irrsinnig, dass ich dann heute jetzt da stehen darf. Was glaubst du, war das ausschlaggebend? Mir hat es irrsinnig getaugt, mit der Musikkapelle zum interagieren, also das war extrem cool und wir haben gestern schon das St. Cecilia erarbeitet und heute habe ich es nochmal gezogen und es war einfach schön, dann zu dirigieren und ich habe mich einfach gefreut und gut passt haben. Also die 3 Finalisten waren schon alle 3 sehr, sehr gut. Da ist dann schon Nuancen, wo man denkt, okay, der erreicht das Orchester vielleicht mehr oder hat von der Dirigiertechnik schon weitere Fortschritte gemacht. Also die sind schon auf einer sehr, sehr guten Ebene und haben eine große Entwicklung hinter sich. Da geht es dann um Nuancen. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Michaelenbach, der die musikalische Begleitung übernahm, und der Stadt Grieskirchen. Also ich bin total beeindruckt, ich bin überglücklich. Ich kann nur sagen, herzliche Gratulation an alle Mitwirkenden und vor allem an die Ideengeber. Ich gratuliere allen sehr herzlich und bedanke mich bei allen für die Unterstützung. Oberösterreichischer Blasmusikverband und Oberösterreichisches Landesmusikschulwerk. Herzlich willkommen in der Wohnwelt Meier in Ried im Innkreis. Ob Licht oder diverse Oberflächen und Materialien, alles wird für Sie zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt und am Ende für Sie fotorealistisch dargestellt. Der Kick.
Kickstart in die neue Saison. Moto Austria Vels. Wahnsinn! Mit allen namhaften Motorrad- und Rollerherstellern und Brands. Zahlreiche Premieren und einzigartige Freestyle-Motocross-Show. Und neu Probefahren am Testival. Mehr Infos unter moto-austria.at. 9. bis 11. Februar. Messe Vels. Eine einzigartige Orchideenschau in Wels mit über 7000 Pflanzen und besonderen Züchtungen. Jetzt in der Erlebnisgärtnerei in Wels, im neu gestalteten Schauraum mit tausenden Dekoartikeln. Vergangenen Samstag stellte sich die Mannschaft UFG Sparkasse Grieskirchen-Pötting zwei herausfordernden Gegnern, den Titelfavoriten aus Freistadt und Urfahr. Leider konnte man in den beiden Begegnungen keinen Satz für sich entscheiden, obwohl die Trattnachtaler beeindruckenden Kampfgeist bewiesen, mussten sie dennoch bei beiden Spielen eine Niederlage ohne Satzgewinn hinnehmen. Im ersten Duell gegen Union Kompakt Freistadt fanden die Grieskirchner schnell ins Spiel und übernahmen zeitweise die Führung. Insgesamt konnten sie 5 Satzbälle auf ihrer Seite verbuchen, doch trotz dieser vielversprechenden Ausgangslage waren es letztendlich die Mühlviertler, die in den entscheidenden Phasen ihr Können unter Beweis stellten und die essentiellen Punkte für sich entschieden. Du bist auf der Suche nach einem Elektronutzfahrzeug für dich und willst keine Kompromisse eingehen, dann ist der Ford E-Transit genau das passende Fahrzeug für dich und dein Gewerbe. Grüß euch, ich bin der Jürgen Mittermeier. Und ich darf euch heute aus dem Danner Fieder Nutzfahrzeugzentrum begrüßen. Erkennungsmerkmal vom Ford E-Transit sind die blau eloxierten Zierelemente im Frontgrill. Unterm Ford-Emblem ist eine Ladeklappe, wo sich dahinter der Ladeanschluss verbirgt. Es gibt 2 Varianten beim Ford E-Transit, immer mit einer 68 kWh Batterie, einmal mit 184 PS und einmal mit 269 PS. Den neuen Ford E-Transit gibt es in mehreren Varianten. Als Kastenwagen, Einzel- und Doppelkabine, als Pritschenwagen, als Fahrgestell und auch wie hier zu sehen in der Variante als 3-Seitenkipper. Auch weiterhin gibt es beim Ford E-Transit sehr viele Aufbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel Kofferaufbauten zum Verstauen von Werkzeugen und Gerätschaften. Auch immer on board, nachdem es ein voller elektrisches Nutzfahrzeug ist, ist eine 230 Volt Steckdose hinten im Laderaum. Somit habe ich immer Strom für meine Sägen, Bohrer und elektrische Werkzeuge. Was sofort auffällt beim neuen Ford E-Transit im Innenraum, ist der 12 Zoll große Touchscreen inklusive Ford Sync 4. Beim E-Transit ist serienmäßig das Automatikgetriebe verbaut. Mit den Stellungen Park, Retour, Neutral und Drive. Auch verbaut serienmäßig in jedem E-Transit sind die Drive-Modes. Da kann ich zwischen 3 verschiedenen Modus wählen, wie zum Beispiel den normalen, den Eco-Modus und den rutschigen Modus. Was den Transit auszeichnet, sind sehr viele Staumöglichkeiten, wie Handschuhfächer, mehrere Ablagefächer auf dem Armaturenbrett und natürlich auch einige Getränkehalter auf dem Armaturenbrett sowie im Fußbereich. Weiters habe ich auch noch bei den Sitzen eine Stauraummöglichkeit, wo ich die Sitze einfach aufkloppen kann und Utensilien verstauen kann. Wenn ihr Lösungen sucht in eurem Betrieb für die Elektromobilität, dann kontaktiert uns einfach oder besucht uns im Auto aus Danner Fieder in Schlüsselberg und Gorschbotshofen. Bei der kürzlich stattgefundenen Vollversammlung des Tourismusverbandes Donau-Oberösterreich wurde nach 5 Jahren ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Die Mitglieder haben den angebrachten Wahlvorschlag bestätigt und den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Diplombetriebswirt Friedrich Keindelsdorfer, MBA, wiedergewählt. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Sky Sport Moderatorin Kimberly Budinski und Be My Valentine. 10 Fragen für ein glückliches Leben. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel.
Pflanzliche Raucherzeugnisse sind in Oberösterreich erst ab 18 Jahren erlaubt. Ab sofort gilt dies auch für rauchbare CBD-Produkte. Informier dich jetzt unter wissenwasgeht.at. Eine Initiative des Jugendschutz-Landesrats. Spannende Themen aus den heimischen Gemeindeämtern, zusammengefasst in einem Best of Tamara will's wissen. Tamara will's wissen, auch im vergangenen Jahr machte sich die HT1-Redakteurin Tamara Zopf auf die Suche nach den spannendsten, wichtigsten und neuesten Themen rund um die Gemeinden. So etwa machte sie mit den Obernberger Kindern einen Streifzug durch Flora und Fauna des Inns. Uns vom Team der familienfreundlichen Gemeinde ist einfach wichtig, dass unsere Kinder in der Ferienzeit eine sinnvolle Beschäftigung haben und dass sie nicht den ganzen Tag vom Handy oder vom Computer verbringen. Darum gibt es bei uns seit fast Jahrzehnten den Ferienpass mit meist über 15 Veranstaltungen. Und heute sind wir an der Mündung des Gurtenbachs in den Inn im Rahmen einer Ferienaktion. Wir sind auf der Suche nach Tieren und Pflanzen, die im und am Gewässer, am Bach leben. Und die Kinder suchen gerade nach Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Bachflohkrebse. Da haben wir schon einige gefunden. Und Fische werden wir vielleicht noch finden, Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven. Heute war die coolste Entdeckung beim Ferienpass, das für Fische fangen oder Krebse fangen. Und die Entdeckerin hat uns alles erklärt, welche Baumarten es gibt, wie der Biber alle Sachen hat, wie das Fell, wie er isst und wo er wohnt. Und es war sehr spannend. Und wir haben sehr viele Krebse und ein paar Fische gefangen. Und es hat uns allen sehr gut gefallen. Nach diesem lehrreichen Ausflug ging es für Tamara weiter nach Altheim. Hier wollte sie von Bürgermeister Harald Huber wissen, was es eigentlich mit dem Thema Gemeindeeigentum auf sich hat. Die Gründe, warum Gemeinden Objekte ankaufen oder warum Objekte im Besitz einer Gemeinde sind, die können sehr vielfältig sein. Man kann Gebäude ankaufen und die nutzen, zum Beispiel für Kinderbetreuungseinrichtungen. Es gibt da sicherlich Gemeinden, die Objekte ankaufen als Geldanlage, als Wertanlage. Altheim zum Beispiel, die Gebäude, was wir haben, die nützen wir zum Teil, aber nicht alle. Es stehen sehr oder einige Gebäude leer, mit denen wir natürlich auch schauen müssen, jetzt, dass wir die in die Verwertung bringen oder einen Nutzen daraus ziehen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit für Gebäude, die man nicht mehr benötigt, die wirklich nur mehr das Gemeindebudget nur mehr finanziell belasten, dass man die abstößt und zum Verkauf freigibt. Es soll aber nicht das Ziel sein, dass man was ankauft und wieder verkauft. Wir sind ja keine Immobilienhändler, sondern mal schauen, wann man was ankauft oder Gebäude ankauft oder Grundstücke ankauft, diese auch dementsprechend zu verwerten. Diese Gebäude und Einrichtungen sind ja nicht errichtet worden oder angekauft worden von einer Gemeinde, weil die Gemeinde lustig ist, sondern sie sollen ja einen Nutzen für die Bevölkerung haben und sollen ja einen Service an den Bürgerinnen und Bürgern darstellen. Ein ganz neues Service an den Bürgerinnen und Bürgern gibt es jetzt in Lambrechten, die sogenannten Community Nurses. Wir Community Nurses sind eben für alle Gemeindebürger in der Gemeinde zuständig, für die Familien, die dahinter stehen und auch für die Gemeinde selber, ja, für Vereine, für Gemeinschaften. Community Nurses sind im Grunde Gemeinschaftsschwestern oder Gesundheitsschwestern. Die Community Nurse selbst ist jetzt für den präventiven Teil zuständig. Sie soll nicht die Pflegebedürftigkeit schon abdecken, sondern Menschen helfen, bevor es überhaupt zu einer Pflegebedürftigkeit kommt. Das ist die Abgrenzung zu den bereits bestehenden Instituten wie eine beispielsweise Hauskrankenpflege. In diesem Bereich soll dann diese Community Nurse selbst beratend und präventiv tätig sein. Tätig sein können auch die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde, und zwar mit einer Bürgerinitiative. Eine Bürgerinitiative wird
gegründet von unterschiedlichen Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, wo sie glauben, dass in der Gemeinde nicht ordentlich behandelt worden sind, wo das Projekt an ihnen vorbeigegangen ist, und da wird eine Bürgerinitiative dann gegründet. Um eine Bürgerinitiative als Bürgermeister abzuwenden, sollte man immer vorher schauen, dass man die Bevölkerung mit ins Boot holt. Das war bei uns auch so. Wir haben einen Handymasten im Hintergrund zur Debatte gehabt, und bevor es überhaupt im Gemeinderat zur Diskussion angestanden ist, haben wir gesagt, machen wir eine Bürgerbefragung. Haben eine Bürgerbefragung gemacht mit den ganzen Standorten, wo soll da hinkommen und ob er überhaupt kommen soll. Und siehe da, die Mehrheit hat sich für den Handymasten entschieden, und somit war das kein Thema, indem man die Bevölkerung mit ins Boot geholt hat und keine Bürgerinitiative auf den Plan gerufen hat. Das vergangene Jahr war für die Arbeiterkammer in Grieskirchen sehr arbeitsreich. Die Juristen der AK Grieskirchen schlossen im Jahr 2023 82 Arbeitsrechtsfälle ab. Bei 64 reichte eine Intervention seitens der AK, in 18 Fällen musste die AK für ihre Mitglieder vor Gericht ziehen. In Summe wurden 222.163 Euro erkämpft. Die Daten aus dem Jahr 2023 zeigen erneut, dass es einen Unterschied macht, ob es in einem Betrieb einen Betriebsrat gibt oder nicht, denn 66 der 82 Rechtsfälle, das sind 80,5%, entfallen auf Beschäftigte, die in einem Unternehmen ohne Betriebsrat arbeiten, so die AK. Zehn Brauereien aus drei Bezirken, 84 verschiedene Biere, unzählige Veranstaltungen und eine Bierregion. Das ist der Innviertler Biermärz. Und dieser geht heuer bereits in die 12. Runde. Essen und Trinken halt Leute zusammen, das ist wichtig. Ich glaube, in jeder Region ist das gleich touristisch gesehen. Und wir haben uns halt vor 12 Jahren dazu entschieden, das Bier in den Mittelpunkt zu stellen für das Innviertel. Das passt zu uns, aufgrund der Geschichte, Nähe zu Bayern. Und ja, wir versuchen uns jedes Jahr in das Positive weiterzuentwickeln. Mit der großen Biergala am Lorehof am 1. März wird ein Monat eingeläutet, der vor allem eines deutlich machen soll: die Leidenschaft zum Bierbrauen. Unsere Brauer sind alle kleine Privatbrauereien, wo wirklich sehr viel Handwerk dabei ist, wo großer Wert gelegt wird auf regionale Zutaten, soweit es halt möglich ist. Manchmal geht im Mühlviertel der Hopfen aus, dann kommt er aus der Halle Dauer, was auch nicht so weit weg ist. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Und ja, und sie bemühen sich auch immer wieder mal was Neues zu machen, einfach auch diese Biervielfalt zu spielen, einmal ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, das gehört zum Innviertler Bier dazu. Besonders stolz ist man über den Umstand, dass die Innviertler Biere mittlerweile auch weit über die Grenzen der Bierregion hinweg bekannt sind. Ich war gestern bei der Hauptversammlung der Donauregion und in Grein unten, ja, und dann sitze ich da nochmal auf dem Tisch, zwei Damen mir gegenüber, ja, wo kommt es denn her, wo kommt es her und so weiter und so fort. Sag ich, ja, wir kommen aus Schärding. Was? Schärding? Mei, ich hab so die besten Biere da drum. Und das ist schon eine Freude, wenn man da mit irgendwo hinkommt und sagt, hallo, das Innviertel, die Bierregion Innviertel, ist ein Begriff. Zusammen produzieren die 10 Innviertler Brauereien jährlich ein Volumen von rund 150.000 Hektolitern Bier. Das Woigartelbräu in Schalchen ist das jüngste Mitglied. Alexander Schiemer feiert am 16. März sein 5-jähriges Jubiläum. Einfallen lassen haben wir uns auf alle Fälle mal ein spezielles Bier. Wir haben eingebraut ein spezielles Festbier, etwas dunkler, etwas malziger, etwas stärker im Alkohol, wie es heute der Innviertler liebt. Dann passiert natürlich Festbieranstich durch den Bürgermeister Stuhlberger, der uns da unterstützt. Und dann gibt es noch ein Konzert von der Rattlebones Gang. Also Freunde von uns, die was dann einen Rock spielen aus den 60er und 70er Jahren, und dann werden wir uns da ein super Festl machen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Innviertler Braukunst bekommt man schon bei der großen Eröffnung am Lorehof serviert. Ein 4-Gänge-Menü mit ausgewählten Bieren aus der Bierregion.
Wir werden auf jeden Fall mit einem Pilz starten. Die Vorspeise, die kreierte Küchenchefin, die ist noch nicht ganz fertig, was da gibt. Zweiter Gang wird wahrscheinlich eine Suppe werden und zur Suppe passt ein Zwickel, das ist so ein wenig so alles können, das passt auf jeden Fall dazu. Zum Hauptgang braucht man ein kräftiges Bier, das auch eine Gegenpart ist zum Steak oder zum Hauptgericht oder diesmal wird es einen Saibling geben. Ja, und das Dessert wird es aus Engelszell natürlich einen Gregorius geben oder einen Schwarzmann aus der Brauerei Riert oder einen Bock, Maibock vielleicht aus der Schneidl-Brauerei. Also da haben wir eine große Vielfalt und wir servieren natürlich zu jedem Gang auch mindestens zwei passende Biere dazu. Und dann gibt es natürlich bei ganz vielen Wirten, die im ganzen März ein Biermenü anbieten mit entsprechender Bierbegleitung, aber auch ganz viele Veranstaltungen, die einfach eindeutig sind. Der Innviertler Biermärz, eine launige Mischung aus Kunst, Kultur und Kulinarik. Zentrale Klammer bei diesen Veranstaltungen, wie immer das Bier. Es gibt natürlich viele Veranstaltungen, wo es auch Musik dazu gibt. Es gibt Kabarettveranstaltungen und wir bemühen uns auch immer, in der Burg Obernberg eine Ausstellung zu haben. Heuer heißt sie Kein schöner Land Teil 2, wo der Josef Prescher seine Tuschezeichnungen präsentiert mit Innviertler Gebäuden und so ein Blick ein bisschen in die Landschaft. Man kann die Bilder anschauen, aber auch erwerben. Eine ganz wirklich sehr schöne Ausstellung. Ich würde empfehlen, bitte das Biermärzprogramm anschauen. Es findet sich alles auch online. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ganz viele Besucher kommen. Der Innviertler Biermärz, von der Idee zur Tradition. 31 Tage ganz im Zeichen des Bieres. Insgesamt 35 Betriebe präsentierten sich beim Jobfinder Day Finde deine Lehrstelle in Altheim. Organisiert wurde die Lehrlingssuche vom Stadtmarketing, der Stadtgemeinde, der DGTNMS und der Wirtschaftskammer. Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, ist der Winterschlaf bald vorbei. Der Wunsch nach Frühling ist bei jedem schon deutlich zu spüren. Und auch die ersten Frühlingsboten treffen schon ein. Vorweg ein Dankeschön an alle, die uns ihre ausgedehnte Bettwäsche in der Weihnachtszeit gespendet haben. Wir haben es wieder der Caritas übergeben, die es am sinnvollen Zweck zuführt. Bei uns starten jetzt ganz traditionell die weißen Wochen, das heißt beste Qualität zu günstigen Preisen. Zum Beispiel Bettwäsche von der Firma Fussenegger aus Vorarlberg. Die ist besonders zart auf der Haut, bekannt für ihre tolle Qualität und die haben wir jetzt schon ab 69,90. Für alle, die es ein bisschen anschmiegsamer haben wollen, haben wir eine Jersey-Bettwäsche aus dem Hause Flores, also aus Leonding, in zwei schöne Vorbestellungen um 79,95. Für das Wohlgefühl beim Zu-Bett-Gehen sorgt nicht nur eine weiche Bettwäsche, sondern auch eine passende Zudecke, die sich an uns anschmiegt. Für die Übergangszeit, wenn es nicht mehr ganz so kalt ist, empfehlen wir unsere beliebte Naturfaserdecke Klima Plus. Kommt aus dem Mühlviertel, wird vom Hevel gefertigt, ist mit 100% Tencel gefüllt und gibt es jetzt auch in der Komfortgröße 140-220. Besonderes weißes Wochenschnäppchen sind auch unsere Cotton Fresh Polster, gibt es in drei Größen und jetzt schon ab 19,95. Also, holen Sie sich den Frühling ins Schlafzimmer mit den weißen Wochen von Betten Ammerer. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Matthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Auf Grundlage der aktuellen Indexanpassung beträgt der neue Fernwärmepreis der Energie Ried GmbH ab Jahresbeginn 8,854 Cent pro Kilowattstunde gegenüber bisher 8,073 Cent pro Kilowattstunde. Für diesen neuen Preis gilt eine einjährige Preisgarantie. Das Rieder Energieunternehmen gehört mit diesem neuen Preis weiterhin zu den Bestanbietern in Oberösterreich. Großer Wahltag für die 76 Feuerwehrkommandanten des Bezirkes Ried im Innkreis.
Nachdem im Vorjahr in den einzelnen Feuerwehren neu gewählt wurde, findet ein Jahr später planmäßig oberösterreichweit die Wahl der Abschnitts- sowie Bezirksfeuerwehrkommandanten statt. In 4 Wahlgängen wurde unter der Leitung von Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer die Führungsspitze der 3 Abschnitte sowie des Bezirkes für die kommenden 5 Jahre gewählt. Der amtierende Bezirksfeuerwehrkommandant Jürgen Hell sowie sein Stellvertreter und zugleich Abschnittsfeuerwehrkommandant in Ried Süd wurden mit Mehrheit in ihren Funktionen bestätigt und wiedergewählt. Im Abschnitt Ried Nord folgt Johann Spiesberger auf Hans-Peter Eigner sowie im Abschnitt Obernberg Matthias Zarbel auf Hans Wimmer als neuer Abschnittsfeuerwehrkommandant. Forschung lebt im Ifiel, hallo, hallo. Klammerade aus St. Martin. Hallo. Voller Elan und mit einem dreifachen Hello. Hello. Umso mehr Forschung, umso geiler, umso mehr Gaudi und das wäre der Wahnsinn. Fasching in Ried im Innkreis. Nach 5 Jahren fand hier endlich wieder ein spektakulärer Faschingsumzug statt. Organisiert von der Landjugend im Bezirk Ried im Innkreis, gemeinsam mit dem Rieder Stadtmarketing. Insgesamt 40 Faschingswagen sind durch die Innenstadt gezogen, natürlich mit ordentlich Krach und Stimmung. Ist schön, wenn wir mit dem Faschingsumzug in Ried haben, wer dafür ist, einmal kräftig ist, jawohl, grüß sein, habe die Ehre, wo ist der Applaus? Schön, danke, dass du da seid. Die Landjugend hat 5 Minuten vorher angerufen, bitte nur maskiert kommen, auf den Dachboden und das gesucht, was ich gefunden habe und das habe ich angezogen. Oberzwerg, Oberkasperl, wurscht, heute ist die 5. Jahreszeit und wir feiern es richtig. Wir haben heute 40 Wagen, circa, davor haben 17 Ortsgruppen von der Landjugend, also vom Bezirk Ried. Ja, wir haben 2017, 2019 haben wir schon gehabt, der ist sogar angekommen. Da ist es von den Ortsgruppen eigentlich wieder gekommen, weil jener das so getagt hat. Macht es wieder einen Umzug. Natürlich und natürlich haben wir dann gesagt, da hängen wir sie dahinter und die Innenstadt auch wieder floriert, wieder belebt wird und ja, das ist eine klasse Geschichte wird. Und ich glaube, dass es ein super Tag ist heute. Viele der Faschingswagen wurden in den letzten Wochen und Monaten von den Teilnehmern selbst gebaut, gebastelt und geschmückt. Die Teilnehmer haben viel Zeit investiert und Kreativität bewiesen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Ja, wir machen heute alles im Wunderland und da haben wir richtig Kampfwuchs. Unser Motto ist halt einfach gemeinsam bunt und deswegen haben wir sich für alles im Wunderland entschieden, weil es halt einfach so gut zu uns passt. Wir werden immer cool. Ich bin der Bowser, ich bin böse. Der Umzug durch die Innenstadt ist an diesem Sonntag weit zu hören. Dementsprechend ausgelassen ist die Stimmung. Die Menschen feiern die 5. Jahreszeit genauso, wie sich das gehört. Dementsprechend präsentieren sie sich in kunstvollen, gewagten und auch frechen Verkleidungen. Sie behalten aber dabei immer das gewählte Thema im Auge. Sind sehr kreativ, vor allem unsere bayerischen Freunde, die haben alle super Wein gemacht. Und ja, freut uns natürlich, dass da von Bayern 10 Wagen da sind. Also eine extreme Leistung von unseren Nachbarn und Freunden natürlich aus Bayern. Gut 5000 Besucher strömen nach Ried im Innkreis, um bei diesem Faschingsumzug dabei zu sein und um einfach Spaß zu haben. Ja, Fasching ist einfach wichtig im Leben. Das braucht man. Verkleiden, anders sein. Da hat der ganze Bezirk zusammengeholfen und insbesondere die Landjugend und als Ausrichter. Wir sind sehr stolz, dass wir es mit ausrichten dürfen als Stadtgemeinde. Es ist eine tolle Bühne und wir freuen uns. Ja, sicher. Wir haben auch die Deutschen, wir haben aus Bayern. Müssen wir da dabei sein, ist ja klar. Genau, alle im Schottenrock,
Und normal haben wir ja da keine Unterhosen drunter. Bissig halt. Neben den gelungenen Faschingswagen durfte natürlich auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Flüssiges Gold für die einen und für die Kinder natürlich die begehrten Zuckerl, von denen sie nicht genug sammeln konnten. Die heurige Fasching findet seinen Höhepunkt am Faschingsdienstag, den 13. Februar. Mit Beginn der Fastenzeit klingt die ausgelassene Stimmung dann wieder ab. Bis dahin sollte man das bunte Treiben also noch entsprechend genießen. Es geht nichts Besseres! Fasching ist das Geilste! Der Fasching darf laute, Fasching darf... Gib ihm! Allein 3,2 Millionen Euro konnte die Arbeiterkammer in Schärding für ihre Mitglieder erkämpfen. 105 Arbeitsrechtsfälle konnten die Juristen der AK Schärding im Jahr 2023 abschließen. Diese teilen sich auf in 81 Rechtshilfefälle, in denen eine Intervention seitens der AK ausreichend war, und 24 Rechtsvertretungen, bei denen die AK für ihre Mitglieder vor Gericht gezogen ist. In Summe wurden 161.368 Euro erkämpft. Darüber hinaus wurden 98 Sozialrechtsfälle abgeschlossen und im Zuge dessen 2.503.478 Euro für die Mitglieder erstritten. Hünharts Faustballmänner haben in der ersten Landesliga weiterhin die Chance auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Die Innviertler besiegten am vergangenen Samstag sowohl Nussbach als auch Vöcklabruck souverän mit 3:0 und schoben sich in der Tabelle auf Rang 3 nach vorne. Mit 2 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze haben die Hünharter somit alle Chancen auf den Meistertitel. Wir haben ein Spiel weniger als die führenden Teams aus Waldburg und Tollet-Peuerbach. Somit haben wir bei der letzten Runde am 10. Februar noch alle Trümpfe in der Hand, freute sich Hünharts Trainer Lukas Diermeier über die Topform seines Teams.